Die neue Allgemeinverfügung der Stadt Cottbus betrifft auch das Kindermusical. So ist die geplante Vorstellung von Zauberer der Magie am Freitag abgesagt. Die weiteren Termine am 28. und 29. März sowie am 4. April sind in den Oktober verschoben. Tickets für ausgefallene Vorstellungen können über die Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Karten für die verschobenen Shows behalten ihre Gültigkeit, können jedoch bis zum 30. Juni zurückgegeben werden. Die Corona-Krise stellt auch die Johanniter vor Herausforderungen. Insbesondere für spezielle Ausstattung und Ausrüstung wird finanzielle Hilfe benötigt. Deshalb bitten die Johanniter um Spenden, um auch die ehrenamtlichen Leistungen sicherstellen zu können. Wer helfen möchte, kann Geld an die eingeblendete Kontoverbindung überweisen. Auch in Sachsen tritt eine Allgemeinverfügung in Kraft. Deswegen ist auch der Findlingspark in Nochten bis auf Weiteres geschlossen. Die Besucher und Mitarbeiter sollen vor dem Coronavirus geschützt werden.